Willkommen zurück zu Let's Play Crash Bash. Ja, erstmal sorry für den, ja, letzten Part, das Ende. Naja, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, jedenfalls hier die R2-Taste fehlt jetzt. Weil hier ist halt so ein, ja, das geht halt nicht mehr richtig zusammen, da ist jetzt so ein kleiner Spalt und wenn ich die R2-Taste reinstecken will, klappt das nicht. Das liegt halt daran, dass dieses Metall, vor allem Plastikteil hier, was hier drin ist, jetzt ein bisschen nach links verschoben ist und deswegen passt die Taste da nicht mehr rein. Aber ist auch egal, der funktioniert noch und die R2-Taste wird hier sowieso nicht wirklich benutzt. Ich glaube überhaupt nicht. Was mache ich denn? Ach komm, ich versuche mal. Ja, mein mittlerweile Lieblingslevel im 4. Warp Room. Und es ist ausnahmsweise nicht Skyboards gemeint, also das Ball-Level, sondern, ja, das Level, wo ich auf jeden Fall schon wieder ein paar in der letzten Aufnahme verschwendet habe, und zwar hier. Jungle Fox, das haben wir leider immer noch nicht fertig. Ich bin echt mal gespannt, wie lange das jetzt dauern wird. Ich hoffe mal, das sieht man nicht so sehr, dass mein iPad jetzt unten liegt. Sonst habe ich das immer hier rechts liegen. Auch wenn man meine Hand jetzt gerade nicht gesehen hat. Da, rechts, ne? Aber jetzt habe ich das halt unten liegen. Und es muss eigentlich genauso, also, funktionieren. Weil manchmal scheinen mir dann die Spiegelung, kann man das so nennen, das Licht, was mein iPad macht, weil es an ist, das scheint mir dann so von unten an die Fresse dran, das ist auch nicht so geil. Erwarte jetzt hier nichts von mir, ich muss mich natürlich erstmal wieder reinfinden. Ja, okay. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Einfach mal direkt die erste Runde gewonnen, auch wenn ich überhaupt keinen Plan habe, was ich gemacht habe. Auch sehr interessant, dass ich der Einzige war, der keine Mine verschwendet hat. Hab, ja. Naja. Ja! Boah, Alter! Was war das denn? Skill-Ausweichmanöver. Aber überragend skillig. Jetzt kommt der Fisch, kommt wieder von da oben und bombardiert mich. Ja, ich habe Cortex getroffen, das war das Wichtige. Das Wichtigste. Ich darf da unten jetzt nicht weg. Das ist das Problem. Scheiße. Kacke. Ich glaube, der braucht nämlich noch zwei Treffer. Ja. Der Kassett. Nein! Ah, Mensch. Scheiße. Ja, der war nämlich schon wieder fast tot, aber der hatte wieder seinen berühmten Pixel da. Seinen berühmten grünen Pixel, den ich schon kennenlernen durfte. Ja, und jetzt hat man auch da oben mal ganz schön gesehen, dass die Schüsse von Tiny und Kong halt ein bisschen mehr abziehen als die von Cortex. Nicht unbedingt wesentlich mehr, aber ein bisschen halt. Und jetzt haben sie mich voll in der Zange. Da kann ich mir natürlich super wehren. Ja. Was soll man da machen? Da ist man einfach gearscht, wenn man sowas hat, ne? Das kann man ganz vergessen. Und wenn man sowas in der dritten Runde hat, ist es natürlich besonders bitter. Ja, da konnte ich jetzt auch nicht weg. Vielleicht hätte ich nach oben ausweichen können. Ich weiß es nicht. Ja, geh drauf, Cortex. Arschloch, Schluck. Hier, Schluck. Und Ripto. Jetzt will natürlich keiner da dahin, ist klar. Nee. Geht schon wieder geil los. Wobei ich ja die erste Runde direkt gewonnen habe. Und die zweite hätte ich auch fast gewonnen. Sah ja schon ziemlich vielversprechend aus. Das war aber der Anfang. Und jetzt, hat sich mein Anfangsglück so langsam gelegt. Beziehungsweise ist jetzt komplett weg. Es ist schon aufgebraucht, das Glück für diesen Part. Ich habe immerhin getroffen. Den Sack. Ja. Das war klar. 3, 2, 1 und los. Und ich schieße mal wieder elegant daneben. Typical me. Zack. Ich werde natürlich auch getroffen, ist ja schon klar. Ich habe ihn noch voll getroffen. Egal, er ist tot. Ich würde gerne die Crash da oben. Ja. Da war das Rohr wieder nicht richtig gedreht. Ja, okay. Ich muss hier weg, ich muss. Ja, der war wieder super. Hätte ich den getroffen, wäre das vielleicht noch was anderes gewesen. Weil dann hätte der ja nicht drehen können, aber so. Ja. War natürlich wieder ein Griff ins Klo. Ja, danke Crash, dass du nicht schießt. Das ist sehr nett von dir. Cortex muss dann natürlich immer wieder asozial sein. Muss ja dem Ruf des Spiels gerecht werden. Dem Ruf der Wildnis. Tschüss. Hau ab.
Ja, okay, der ist durch eine Mine explodiert. Das wäre nämlich ein bisschen blöd gewesen, weil da rechts wäre jetzt ein Schuss explodiert. Also der wäre vom, besser gesagt, der wäre vom von der Wand zurückgetitscht. Und hätte mich dann erfasst. Und natürlich ist auch da die Zeit gewesen, wo der Götze runterkommt. Das wäre ebenfalls eine Gefahr gewesen. Oder halt Crash selber. Oder die Mine, wenn sie nicht früher explodiert wäre. Das war schon ziemlich risky hier. So, hätte der scheiß Turm sich schneller gedreht hier. Mann. Ich meine, okay, Rillaroux hatte noch gar nichts weg. Das wäre ziemlich hart geworden, aber nicht unmöglich. Hätte ich es andersrum gemacht, hätte ich Cortex erst abgeballert, wäre das was anderes gewesen. Vielleicht hätte ich dann Crash Schuss noch irgendwie ausweichen können oder der wäre halt nicht so schnell zu mir gekommen. Oder dass ich noch ein bisschen mehr Reaktionszeit gehabt hätte. Wieso ist Cortex noch nicht tot in Noten? Ja, dann schießt ihn doch mal tot. Verdammt! Ja, dann tötet er sich halt wieder selber und ich bin auch schon wieder weg. Ach, es ist nicht wahr. Und schon wieder 6 Minuten verschwendet. Geil! Los! Natürlich, natürlich. Kacke. Wie viele Part ist überhaupt? Ich glaube der 48. Tschüss. Das ist ja wieder Cortex. Rechts. Ja komm. Du gehst mal schön sterben. Crash ist auch tot. Sehr gut, sehr gut. Rillaroux allerdings noch lange nicht. Ach, da ist ein Schuss von... Das hat man gar nicht gesehen, dass da ein Schuss ist, ne? Also... Wenn die Grafik wieder zum Nachteil wird. Tschüss. Tschüss. So, so. Links und rechts. Und jetzt ist der linke tot. Und der rechte gleich immer noch nicht, weil da noch ein Schuss fehlt. Und dann werde ich tot sein. Genau, das war das vorhergesehene Szenario. Genau das ist eingetroffen. Ich sollte Wahrsager werden. In diesem Part werden wir nichts schaffen. Wobei das wahrscheinlich gar nicht mal so abwegig ist. Glück ist nur Glück, was nicht da ist. Unglück. Glück ist Glück, was nicht da ist. Ich glaube auch. Tschüss. So, der ist tot. Ja, Cortex als Schutzschild muss... Ah, nein, 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 nein. Es ist wieder Tiki-Zeit. Weg da, du tote Nutte. Ja, die Nutte ist tot, wurde von einem Zuhälter bombardiert. Ja, natürlich. Eine Sekunde, bevor mein, sein Schutzschild weggegangen wäre. Das ist einfach nur Pech. Behaupte ich ganz dreist. So, Crash verletzt. Der Cortex wird mich jetzt kommen. Ich bin auch schon wieder viel zu offensiv, das merke ich ja. Ich kann nicht sagen, warum. Mann, oh. Aber der ist schon... Oh. Wäre ich jetzt an dem vorbeigekommen? Ich habe jetzt vor allem auf die Zeit geachtet, weil, ne, 1:08 war schon wieder eng. Das ist aber scheiße, man muss einfach aus der Ecke rauskommen und darf sich dann vor allem nicht wieder da reindrängen lassen von den ganzen Pennern. Ich würde ja auch Minen setzen, aber ich... Hier bringt das irgendwie nicht wirklich was, habe ich den Eindruck. Ja, Mann, ich schieß doch und da war keiner mehr unterwegs, oder? Ja, natürlich. Kriegt mich mal hier wieder. Ja, du... Nein! Ja, super. Geil. Super gemacht, Leute. Ey, das sind die richtigen Arschkrampen. Ja, vor dem Weltuntergang nochmal schöne Fliegerbombe abwerfen, ne? Ist klar. So Ratten. Ihr wird alle ins Gefängnis. Na, worauf spiele ich wohl an? Ich kann es mal nicht mehr hören. Ich bin froh, dass die Steuererziehungsrat jetzt ins Gefängnis kommt. Aber das Geilste fand ich dann wirklich, wo ich bei Google News gesehen habe. Wir haben Mitleid mit Uli. Mir tut er leid. Es ist nicht fair. Da krieg ich wirklich zu viel. Also wie kann man noch mit diesem Spasten Mitleid haben? Das ist unglaublich. Das ist keine gerechte Strafe. 3, 1, 0.
Das hat er nicht verdient. Ja, sag mal, wo leben die denn? Ganz ehrlich, also... Das ist ja so, als würde man sagen... Ach ja, der liebe Adolf, der hat ja gar nichts gemacht. Das ist ja unfair, dass der gestorben ist. Oder sowas. Es ist einfach total sinnlos. Na! Crash, scheiße hier schon wieder. Wieso lebt er noch? Wieso lebt er noch? Wieso lebt er noch? Joi! Wir sind gleichzeitig gestorben. Aber Crash, Mann, wieso habe ich den noch nicht getroffen? Und wieso war der vor allem vorher überhaupt nicht tot? So, schön in die Fresse. Immer diese Kackbälle, die saulange auf der Overworld hier bleiben. Das ist zum Kotzen. So. Okay. Das gefällt mir. An sich schon ganz gut. Ja, das gefällt mir jetzt weniger gut hier. Dass ihr beide mich jetzt hier unterdrückt. Einengt. Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich definitiv tot. Wobei ich jetzt nicht weiß, durch was. Durch Cortex Ball oder ist die Mine explodiert? Ich habe es nicht genau gesehen, was mich jetzt getötet hat. Im Zweifel hätte mich aber dann auch die Mine getötet, wenn Cortex Schuss dann nicht ankommen wäre oder sowas. Also ich wäre so oder so tot gewesen, würde ich damit sagen. Auch wenn ich eigentlich dachte, ich stehe außerhalb des Radius der Mine. Aber ich glaube, ich war drin. Belaru, du kannst gerne mal hier meinen Schuss nehmen. Oder auch das sein lassen. Oh! Gut, das Cortex ist noch gestorben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also es ist wieder alles so... absoluter Zufall gewesen. Von dem man gar nichts mitbekommt. Na! Ah! Ja, super. Ich habe Cortex nur nicht einmal getroffen und der hat mich schon zweimal getroffen. Tolle Quote. Schon fast wie bei RTL hier die Quote. Wie bei DSDS. Stetig sinken. Das ist einen guten Grund. Also ich rede jetzt von DSDS und nicht von meiner Gewinnausschöpfungsquote. Oder wie auch immer man die nennen mag. Meine Siegesquote. Okay. Nein! 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 Den habe ich total vergessen! Den habe ich total vergessen jetzt! Ich hätte ihn nur noch einmal treffen müssen, das wäre so einfach gewesen. Dann hätte ich zwei Spiele gewonnen gehabt, aber nein. Ich habe den einfach total vergessen. Ah, das ist blöd. Ach du Nutte, hau doch mal ab. Hau ab, habe ich gesagt! Ja, super, jetzt quetsche mich noch da unten ein. Natürlich super, ja. Ich hatte noch meine Chance da. Unglaublich. Ja. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, das Level zu verlassen, also zu wechseln. Seht halt wieder ein Video lang dasselbe Level. Ist da nichts Besonderes mehr. Ist da nur Beachball. Ja, tschüss, du Penner. Hau. Lass mich doch mal raus hier. Das ist. Ja. Ey, ich habe aber auch immer so ein Glück mit dem scheiß Timing, ne? Genau dann, wenn der Kackball von ihm ankommt. Oh, meine Flimmerchance ist vorbei. Ja, dann gehe ich mal weg. Ist nicht wahr. Was nennt es eigentlich kontinuierlich Flimmerchance? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Wer kommt jetzt eigentlich? Ich glaube, es kommt vom Thorn. Von Christoph, vom Freund von Zuckzöl. Weil Zuckzöl das einmal erwähnt hatte, dass der das Flimmerchance nennt. Seitdem nennt es, glaube ich, auch so. Zumindest zwischendurch mal, wenn mir nichts Besseres einfällt. Oder nichts anderes. Ein schlechter Ausdruck ist es ja eigentlich nicht. Weg da, kleinen Teil da. Time. Okay, Crash ist tot. Sehr schön. Du Notte, du bist tot. Sehr schön. Ist ja sogar. So, schön da bleiben, Rillaru. Schön da bleiben. Schön, komm her. Ja. So ist brav. Habe ich eine Mine abgelegt? Nein. Wieso ist denn deine Mine? Achso. Ja, da stürzen doch manchmal Minen vom Himmel. Alter Schwede, wir fallen gleich einfach so aus dem Himmel. Ja, ja. Ein Hoch auf die magische Miesmuschel. Aber das hat gerade echt... Mir fällt jetzt mal auf, das ist so designtechnisch, das kommt echt schon an diesen Urwald ran von SpongeBob. Wenn man sich so denkt, hier...
Camp Thaddäus oder wie auch immer der das genannt hat. Nee, irgendwie anders. Club Thaddäus, glaube ich. Wenn man mal bedenkt, der hat ja auch so einen Zaun. Da kommt da schon ein bisschen an das Design ran, muss ich sagen. Aber ich komme nicht an meine drei Siege ran, das ist das Problem. Prasselndes Feuerchen. Oh, magische Miesmuschel. Werde ich jemals heiraten? Eines Tages vielleicht. Du versagst. Super. 3, 2, 1, los! Ich finde die Aussage auch so absolut hochwertig qualifiziert. Ich meine, die magische Miesmuschel soll ja eigentlich weiterhelfen und Entscheidungen treffen oder so. Dann sagt sie eines Tages vielleicht. Das ist natürlich eine tolle Entscheidungshilfe oder eine genaue Voraussage. Damit kann jeder was anfangen. Wieso hast du noch gar nichts weg, du Krücke? Das gefällt mir nicht. Hm. Arschloch. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Es ist so produktiv. Gleich kommt ein Zeitraffer. Ich hasse das, wenn man nicht trifft und dann Ewigkeiten keinen Schuss abgeben kann. Vor allem ist man selber schuld. In den meisten Fällen, wenn man den Kackpanzer einfach nicht richtig dreht. Nein, jetzt habe ich wieder meinen Schuss vergeigt. Ja, da kommt da gleich das Teil runter. Mensch, oh, der hat wieder seinen Scheißschuss. Ja! Ich habe eigentlich wieder wo gnadenlos vorbeigezielt. Und wieso gewinne ich die erste Runde immer bei einer Minute? Das war beim letzten Mal auch schon so. Vorher habe ich nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, warum ich jetzt drauf geachtet habe, weil das gerade einfach so glatt aussah. Das ist mir auch wieder aufgefallen. Interessiert keine Sau. Das ist ja das Tolle an meinen Let's Plays. So, geht doch mal alle sterben. Ah, Raketen. Ja. Da hat einer reingeschossen. Die Raketen sind nicht mehr zu verwenden, ist klar. Ach, hätte ich den Spacken wenigstens getroffen, dann hätte er mich zwar trotzdem getötet, aber es sähe ja besser aus im Ergebnis. Weil ich ja mehr erreicht hätte. Ja, komm, triff doch mal den Affen da oben. Ja, super. Jetzt hat ein anderer schon getroffen. Super. Hau doch mal ab, Junge. Ja, quetscht mich wieder ein hier. Super gemacht. Und auch noch eine Mine. Ja, schön. Hab ja noch eine tolle Überlebenschance. Ja, was soll man da machen? 3, 2, 1, 0. Ja, natürlich, du Nutte. Steht einfach nur blöd rum und schießt mich ab. Ruf mich an. Tschüss. Mensch, alle weg. Ja, ich bin wieder der Hauptakteur hier, ist klar. Oh Gott, super, ich bin wieder das Letzte. Ich warte immer noch voll vor das Gewehr. Toll! Ja, als Fuchs hätte ich keine lange Überlebenschance oder so. Wieso ist mir gerade der Fuchs eingefallen? Das weiß ich selber nicht. Weg! Mit deinem kleinen, langen Schießrohr. Ich wollte mich an einen Strand setzen mit einer Frau. Mit großen Eisbeuteln für meinen Kopf. Warum stehst du da? Kannst du nicht unten stehen? Das wäre viel geiler. Bin ich ja ehrlich. Wäre viel geiler. So schön von den Tikis erfasst und so. Ah, der kommt gleich runter. Können wir mal Position tauschen? Das wäre ziemlich geil. Ja, ja, ja. Ey, ich hatte nur eine Sekunde Flimmerchance. Ist ja unglaublich, die Nutte. Ich habe einen tollen Gürtel, der schützt mich. Der Kitzelgürtel aus Folge, keine Ahnung. Das wäre so ein absoluter SpongeBob-Insider, den ich wissen müsste. Aus welcher Folge ist der Kitzelgürtel? 28? Nee, keine Ahnung. Ich denke an eine Zahl zwischen 1 und 100. Welche ist es? Ja, es war nicht original zitiert. 62 sagt man auch immer, glaube ich. Ich weiß aber nicht. Weg! Oder so. Noch besser. Ja, komm, triff doch. Triff doch die Mutter. Ich wollte doch gerade Platz wechseln. Dann lass mich doch. 3, 2, 1, los.
innovative Musik. Definitiv. Tschüss. Mir ist jetzt gerade erst zum ersten Mal wirklich bewusst dieses Teil da oben aufgefallen. Dieser Heli oder was das sein soll. Wirklich zum ersten Mal. Ich weiß zwar, dass da immer irgendwie was runterkommt, dass da was runterfällt, aber ich habe noch nie bemerkt, dass da wirklich so ein Flugzeug oder so lang fliegt. Habe ich noch nie bemerkt. Auch wenn es eigentlich so fett ist, dass man sehen muss, aber... Ich konzentriere mich darauf ja nicht. Ja, komm, hast du noch eine Mine gelegt für mich? Nur für mich. Komm, dann kann ich noch gerade eine Runde fahren. Ja, schön. Ja. Ich wollte nur hören, ob das Teil noch runterfällt. So, ein für die Skortex oder auch nicht. Weil ich nicht kann zielen. Ja, wunderbar. Nein! Hin. Ah, und dann wieder die Dinger über Bande. Ja, super. Crash wäre da wahrscheinlich noch reingeraten in den Ding da unten. In diesen Radius. Das hätte so gut ausgesehen, eigentlich. Aber ich schaffe nicht mal mehr die zweite Runde. Das ist ziemlich beschissen. Wobei es natürlich besser ist, in der ersten Runde, nach der ersten Runde dann zu sterben, nach dem ersten Gewinn. Als dann nach der zweiten noch zu sterben. Das ist natürlich scheiße. Passiert mir aber sicherlich auch noch einmal. Das ist mir, denke ich mal, schon passiert. Kann ich mir sonst anders nicht vorstellen. So, Rillaru, du kannst gerne da erwischt werden. Natürlich wirst du nicht erwischt. Ja, genau da, bleib da. Ja, das ist eine gute Position. Ja, Rillaru. Und trotzdem wirst du nicht erwischt, weil du ein Glücksbärli bist. Aber das ist mir egal, dann töte ich dich halt mit Schüssen. Ich bin, kann man das sagen? Ich habe mehrere Arten, dich zu töten. Multi irgendwas. Multimedial, keine Ahnung. Egal. Sieht schon relativ gut aus. Multi-Weapon-fähig. Na! Ja! Ich hatte schon wieder so eine Sonne teilweise. Und jetzt werden sie mich wieder einkesseln und ich werde verlieren. Oh, nein. Wir haben übrigens 170%, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ist auch nicht besonders erwähnenswert, weil ich schon viel mehr hätte haben können eigentlich, so an sich. Oh Gott. Ich verkacke gerade wieder alles Mögliche. Ja, fahr doch weg, Crash, du Nutte! Oh, ich komme da nicht weg, ja super! Mann, hau ab, du Scheißdose. Ah, nee, das fuckt so ab, wenn du da nicht wegkommst. Ah, es war so klar. Und dann verschieße ich den ersten wieder. Das ist so frustrierend. Mensch. Ah. Ja, jetzt ist das gerade prophezeit halt eingetreten, weil ich gesagt habe. Dann verkacke ich halt nach der zweiten Runde. Und es ist noch frustrierender und ich reg mich noch mehr auf. Wenn ich dann irgendwelche Scheiße mache. Ich würde gerne Crash damit treffen, aber der kommt natürlich nicht durch, weil Cortex im Weg steht, die Nutte. Ja, Rillaru hat sich selbst dadurch getötet, das habe ich gesehen, deswegen habe ich ihn in Ruhe gelassen. Fahre ich nochmal auf die Mine zu, ich hoffe. Ja, schön, Cortex. Schön, brav. Na, ich habe den doch. Zumindest wollte ich. Nein. Du versagst. Ich hatte ja auch wieder zu viel Glück, ne? 3, 2, 1, wieder 30 Minuten für den Arsch. Ganz toll. Ach, was mache ich denn wieder für geile Schüsse hier? Ja, toll, Cortex. Du bist der Held der Nation. Und ich krieg gerade keine richtige Drehung mehr hin hier. Hau doch mal ab, Rillaru. Scheiß Gorilla. Mit der Bandbrille. Ja. Nutte.
Mann, 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 Mann. Drei, ob das was wird. Eins, jemals. Ja, Gott, ich bleib ruhig stehen und weiche trotzdem noch irgendwie meinem Schuss aus, was eigentlich schon so fast unmöglich ist. Ja, okay, ich bin jetzt gerade auch diesen beiden Schüssen ausgewichen, deswegen sage ich mal besser nichts. Also richtig Magic. Ich habe den noch abgeschossen. Ich habe definitiv Quadrat gedrückt. Und der hat eigentlich auch definitiv geschossen. Eigentlich auch definitiv, genau. Wieder ein sehr intelligenter Satz. Ja, da unten Crash wird verletzt. Ja, wunderbar. Ja! Ich spiel mir gerade schön in die Karte. Ah, ich muss hier weg. Ich muss hier gerade weg. Ah, ach so, das war eine Mine. Ja, super, sag mir das doch. Oh, ich hab den doch fast getroffen! Mensch! Ach, diese berühmten hundertstel Sekunden, die ich dann zu spät bin. Das ist zum Kotzen. Aber woher soll ich denn wissen, dass das eine Mine ist? Ja, normalerweise weiß man das, ich weiß. Also, es ist, glaube ich, immer da eine Mine, aber... Ich habe das Teil auch wirklich erst viel zu spät überhaupt bemerkt, dass da überhaupt irgendwas ist. Das hätte auch eine Waffe sein können. Ich glaube, es ist wirklich mal was anderes. Wieso war die denn schon so scharf? Hm. Ach Gott. Super. Gleich 27 Minuten. Das ist wieder super. Schwamm 3 läuft dabei. Mhm. Das ist doch mal nett. Zack. Und du auch noch? Ja, natürlich, Cortex. Und zack. Und du bist immer noch nicht tot, Mutter. Dann bist du jetzt tot. Mann, muss man dich halt mit Gewalt umbringen. Nicht unbedingt mit Finesse, aber mit Gewalt. Ja, klar. Finesse, das ist auch so ein schwules Wort, was ich aus irgendeiner Magie-Werbung habe oder so. Irgend so ein schönes Gewürz oder so eine Tütensuppe. Irgendwas. Deswegen habe ich es mal mit Magie verallgemeinert. Oh ja, das Knorr. Irgendwie sowas. Mann, ja, kesselt mich wieder schön ein. Na, ich drehe mich wieder in die falsche Richtung. Und dadurch konnte Cortex einen Schuss mehr loswerden, als er eigentlich konnte. Ich... Das ist so unfair. Die haben 3 Sekunden Flimmerchance und ich 2,3 oder so. Das ist sau unfair. Mein Teil geht irgendwie viel schneller. Mein Schuss geht irgendwie viel schneller weg als deren, habe ich einen Eindruck. Das ist wahrscheinlich auch so. Das Spiel will ja noch unfairer sein, als er eigentlich sowieso schon ist. Oder sagen wir noch asozialer. Der Ausdruck ist da irgendwie passender. Ja, da. Ja, aber wieso habe ich den Affen denn jetzt nicht getroffen? Es geht einfach ums Prinzip. Ja, Cortex, fahr einfach nach oben und dann fallen wir einen Schuss rein. Dann weich nicht so blöd aus. Schule Ratte. Ja, wieso fährst du so weit, du Nutte? Ja, hau ab. Nee, nee, dann fahr ich halt nach oben. Ich fahr wieder nach oben. Crash ist doch fast tot, Mensch. Jetzt ist er tot, super, und ich auch. Und die... Genau, rote Seite, grüne Seite, ich glaube auch. Na, solange es nicht zu einer Koalition kommt... Ah, und wieder daneben, weil die Note sich einfach so scheiße bewegt. Es ist doch nicht wahr. Ich schieß doch auf den Typen. Und nicht drüber. Mensch. Wenn er dann wieder nicht richtig zielt, die Note, ey, das ist nicht wahr. Ja, weg! Hast du nichts Besseres zu tun, als mir in den Rücken zu fallen? Und nicht sprichwörtlich, sondern wirklich. Ja, Kessel mich wieder schön ein, ihr Säcke. Mhm. Habt ihr ganz toll gemacht. Einmal noch dann. Dich schön mit deinem eigenen Scheiß. Das gefällt mir. Ja, guck doch mal, der hat doch eine viel längere Unverwundbarkeitsphase. Das ist einfach unfair. Ich hätte den doch eigentlich schon wieder längst verwunden können. Müssen können. Bla. Ist mir auch scheißegal. Bis irgendwann. Tschüss.